wieder, ja, weitergeht halt. So zu sagen, das war richtig schlau. Ja, ich bin voll gut. Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum neuen Part von Minecraft Paradise. Ja, ich höre schon wieder ein Enderman, es ist dementsprechend wahrscheinlich Nacht und deshalb gehe ich erstmal pennen. Jarichus, nicht mehr AFK, sehr schön. Ja, was hat sich jetzt getan? Ich muss zugeben, ich habe ja gestern in meinem Part erwähnt, dass Minecraft Paradise mehr oder weniger tot ist und sich hier nicht mehr wirklich viel tut und ich es dementsprechend wahrscheinlich kurz pausieren werde. Ja, und am selben Tag haut Hackmi einfach ein Infovideo raus über eine Neuerung auf dem Server und auf einmal geht einfach wieder die Post ab. Das ist also so... Nein, also es ging nicht wirklich richtig Post ab, aber es hat sich halt wieder was getan und... Oh, scheiße, das war nicht so schlau. Und dementsprechend kann ich auch jetzt heute einfach wieder ein Video machen, weil es wieder, ja, weitergeht halt. So zu sagen, das war richtig schlau. Ja, ich bin voll gut. Ich leg mich mit Endermännern an, wenn ich keine Rüstung habe. Ach, Mann. Yari, du bist so ein schlauer Mensch. Na, ist egal, ich hatte eh keine Level. Ich bin gestern auch ständig gestorben. Ich glaube, ich bin zwei oder dreimal gestorben sogar gestern. Okay, was sind jetzt die Neuerungen genau? Das werde ich in diesem Video nochmal genauer erklären. Ich werde euch aber auch Hackmis Video unten in die Videobeschreibung packen. Das wird der erste Link unten in der Videobeschreibung sein. Schaut gerne mal vorbei. Da werdet ihr alles nochmal ganz genau erklärt bekommen von ihm. Und zwar ist die Neuerung die Tatsache, dass es jetzt ein Quest-System bei uns auf dem Server gibt. Also sowas ähnliches zumindest. Hackmi hat auf seinem Kanal ein Format, das sich DCE nennt. Das ist sozusagen die Kurzform für das Community Experiment. Ich bin immer noch bei meinem Englisch. Das Community Experiment ist nichts anderes als die Tatsache, dass ihr als unsere Community uns Quests geben könnt, die wir dann erfüllen müssen. Dass wir nicht früher auf die Idee gekommen sind, fand ich gestern mega dumm eigentlich, weil es ist ja natürlich... haben wir immer gesagt, so, ja, hier, jeder kann mitmachen, wer will, und es gibt natürlich auch jede Menge Leute, die das gucken, aber einfach nicht unbedingt direkt mitmachen wollen, sondern einfach versuchen wollen, ja, Paradise von außerhalb mitzugestalten. Und das funktioniert halt einfach nicht, wenn wir sagen, so, ja, ihr müsst halt mitmachen. Ne? Für diejenigen, die halt nicht mitmachen wollen, gibt es jetzt dann auch die Möglichkeit, Paradise interaktiv sozusagen auch mitzugestalten. Ihr könnt in unseren Kommentaren Quests hinterlassen, wie als Beispiel, es wurden schon die Quests gesagt, wie baut ein Schloss oder baut einen Bauernhof. Oder ich habe zum Beispiel jetzt die Quest angenommen, dass ich einen Hasenstall bauen soll mit 4 Hasen. So. Und das sind dann halt immer so bestimmte Quests, die wir von euch aufbekommen. Und die müssen wir dann halt erledigen. Das schwarze Brett, was wir ja vor kurzem hier gebaut haben und was noch relativ jungfräulich ist, sage ich mal, bis auf einen Eintrag von Tobi, glaube ich, da wird dann die Questtafel sozusagen draus gemacht. Sprich, da werden, also es wird, glaube ich, 2 schwarze Bretter demnächst geben. Hackmi hat da so einen Plan, der hat voll den Plan, der Hackmi. Und, oh Mann, ey. Der wird dann noch ein zweites schwarzes Brett dahin packen. Auf das eine kommt halt sozusagen unsere To-Do-Liste. Da werden die ganzen Quests aufgezählt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Hackmi, korrigiere mich unten in den Comments, wenn ich mich vertun sollte. Jedenfalls wird auf dem einen schwarzen Brett werden die Quests aufgezählt, sozusagen als To-Do-Liste. Welche Quests wir jetzt aufbekommen haben in den Kommentaren. Und auf dem anderen wird dann sozusagen zu sehen sein, wer sich diese Quest angenommen hat. Dann hier momentan steht halt noch von Music irgendwas, dass er Truppenlog braucht. Wir werden natürlich das normale schwarze Brett auch noch beibehalten, das ist keine Frage. Es wird weiterhin die Möglichkeit geben, seinen Mitspielern mitzuteilen, wenn irgendwas wichtig ist. Aber ja, ich hoffe jetzt einfach mal,
Weil es war einfach auch das Problem, dass wir nicht wussten, was wir jetzt noch groß bauen sollten. Wir haben eine Taverne. Und im Prinzip hat jeder so sein Häuschen gebaut. Und dann noch ein einziges anderes Häuschen, was hier halt relativ gebraucht wird, sag ich mal. Und dann war es das aber auch schon. Da wusste wieder keiner mehr, was er tun soll. Dementsprechend ist der Server ja im Winterschlaf gelandet, wie ich ja erwähnt hatte. Und ja, ich habe zum Beispiel mein Häuschen gebaut, dann habe ich noch die Schmiede gebaut und das war es im Prinzip. Dann wusste ich nicht mehr, was ich tun sollte. Xel'Taras hat sogar drei Sachen gebaut. Er hat sein Häusle da hinten gebaut, er hat den riesigen Baum gebaut und hat hier noch eine Poststation hingesetzt. Ist aber leider auch relativ selten da, deswegen schade. Elmo hat hier sein Häusle gebaut und dann die Taverne hinten errichtet. Und ja, Hackmi ist der Einzige, der hier wirklich noch richtig aktiv war und versucht hat, den Server wiederzubeleben, sozusagen. Und ich bin ihm auch unglaublich dankbar dafür, weil ich fand es so, so schade, dass dieses Projekt jetzt so ja, den Bach runtergegangen ist. Dass sich wirklich hier keiner mehr gemeldet hat, dass einfach alles tot war. Und ich fand es so schade. Es war so schön am Anfang, als wir wirklich alle gemeinsam hier unser Leben aufgebaut haben. Und jetzt einfach alles so auf einmal vorbei sein sollte. Das fand ich mega schade. Und er hat mit seiner Idee jetzt einfach, sag ich mal, den Server gerettet. Und ja, jetzt kann es weitergehen. Finde ich halt einfach, finde ich cool. Freut mich. Schutz. Ich muss mich mal bitte. Oh, Wasserläufer 2. Die nehme ich, die nehme ich. Das sind meine. Ich muss mich mal ein bisschen neu ausrüsten hier, weil meine Rüstung ist, wie ihr seht, kaputt gegangen. Da oben habe ich schon Bücher drin. Dann kann ich das mal hier so machen. So, zack. So, ja, wie gesagt, schreibt uns jetzt ruhig unten in die Comments die Quests rein, die ihr uns aufgeben möchtet. Das müssen auch nicht unbedingt immer Bauquests sein. Es kann irgendwas sein, was euch gerade einfällt, was wir tun sollen. Und jeder, der Lust hat und gerade in seiner Folge nicht weiß, was er tun soll, geht dann an die Questtafel, wenn es neue gibt, und sucht sich da was raus, was er tun kann. Ist eine sehr, sehr, sehr coole Idee. Und ich bin gespannt, was für einen Anlauf das jetzt finden wird. Ihr könnt bei jedem von uns unten in die Comments reinschreiben. Ihr könnt das jetzt in mein Video drunter schreiben. Ihr könnt das bei Hakni drunter schreiben. Ihr könnt das aber auch bei demjenigen drunter schreiben, der diese Quest machen soll. Wenn ihr jetzt zum Beispiel speziell für Captain Lucky eine Quest habt, wie zum Beispiel versuche in drei Folgen hintereinander nicht zu sterben oder so, keine Ahnung, dann schreibt ihm das unter die Comments, dass er das halt auch direkt sieht. Wir werden das natürlich dann alles auch an die ans schwarze Brett packen, dass das auch jeder auf jeden Fall sehen kann. Aber ihr müsst das jetzt nicht alles bei einem unten in die Comments schreiben. Wenn das für jemand Bestimmten ist, schreibt es einfach bei ihm drunter. Wenn das was Allgemeines ist, ja gut, könnt ihr das halt unter das Video schreiben, was ihr gerade seht. So, und noch eine Neuerung. Ich muss mal ganz kurz auf die Zeit achten. Ja, passt, passt, ich habe eine Zeit. Eine weitere Neuerung ist, dass gestern derjenige, der die Quest mit dem Hasenstall aufgegeben hat, glaube ich sogar, derjenige ist jetzt mit auf dem Server drauf. Nennt sich Xonix, glaube ich. Ein sehr netter junger Mitspieler, der sich direkt hier hinten niedergelassen hat. Ich habe jetzt einen Nachbarn. Juhu! Hat sich schon ein kleines Kartoffelfeld gebaut. Und hat sich hier schon so ein kleines Häuschen gebaut. Das ist sogar kleiner als meins. Ich bin begeistert. Ich dachte mal, ich hätte die kleinste Blockhütte auf dem Server. Ja. Erstmal nochmal herzlich willkommen. Es freut mich, dass tatsächlich noch jemand mitmachen möchte. Obwohl das eigentlich alles so tote Hose war hier in letzter Zeit. Ja, freut mich auf jeden Fall. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt so der Anreiz war, dass hier mal wieder ein bisschen mehr auf dem Server passiert. Es ist selbst, also ich sag mal so, es gab, was YouTube und Aktivität anbetraf, vier Leute, maximal fünf, die wirklich richtig aktiv waren. Das ist Hackmi, das ist Captain Lucky, das sind Nilo und ich, glaube ich. Das sind so die vier Leute, die wirklich jetzt regelmäßig immer online waren und regelmäßig was getan haben. Mein Gott, Moment. Irgendwie habe ich letzter Zeit, ich muss gleich mal zum Augenarzt. Also, mir tränen ständig die Augen. Bin wie so ein Hund.
Ja. Wir vier waren so diejenigen, die hier grundsätzlich immer aktiv waren. Es gab natürlich ja Tobi, der. Oh, hier ist ja ein Blümchen. Mein Blümchen. Es gab solche Leute wie Tobi, die irgendwie grundsätzlich dann online waren, wenn wir anderen nicht da waren. Und ja. Ich habe irgendwie grundsätzlich, wenn ich auf den Server geguckt habe, aber nie jemanden gesehen, der da war. Was. Ah, ich habe jetzt wieder Wasserläufer. Ja, und das fand ich halt immer ein bisschen schade. Der Einzige, mit dem ich jetzt in letzter Zeit immer gequatscht habe, war Hugmi. Captain Lucky ist auch relativ inaktiv geworden. Ist die Farmwelt schon wieder resettet worden? Oder ist hier einfach nur. Ne, ich glaube, die ist wieder resettet worden. Bin mir aber gerade gar nicht so wirklich sicher. Ich muss gleich mal auf der Map gucken. Ja, Captain Lucky ist auch sehr, sehr still geworden in letzter Zeit, was ich so ein bisschen schade fand. Aber wem soll man es verdenken, wenn einfach absolut nichts mehr passiert und man keine Ahnung mehr hat, was man machen soll? Ich meine, sein Schiff, klar, daran hätte er immer noch ein bisschen was zu bauen, aber es ist halt auch irgendwie langweilig, wenn man immer nur die ganze Zeit dasselbe macht. Die ganze Zeit dann auch alleine bauen muss, weil gerade keiner da ist. Und einfach die ganze Zeit immer an dem Schiff am Bauen ist. So, das ist auch irgendwann für die Zuschauer wahrscheinlich nicht mehr so furchtbar spannend. Und dementsprechend, ich sage es immer noch sehr oft dementsprechend, ist egal. Ja, es ist dann natürlich auch nicht mehr so reizvoll gewesen, hier etwas zu tun. Dieser Reiz wird jetzt hoffentlich wiederkommen. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Leute von Paradise das aufnehmen werden. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr erfreut und mache auf jeden Fall mit. Das ist überhaupt keine Frage. Ich freue mich schon sehr drauf und bin sehr gespannt, welche Quests dabei zusammenkommen. Und ich habe es immer gesagt. Das ist das Erste, was einfach reinkam als Quest für unsere Stadt war, baut ein Schloss. So. Und ich habe immer wieder gesagt, dass wir ein verdammtes Schloss brauchen, weil das sonst einfach keine komplett mittelalterliche Stadt ist. Nee? Wurde nie angenommen, weil es immer hieß, ja, wir wollten halt keinen großen Steinklotz irgendwo mitten im Dorf haben. Jetzt frage ich mich aber, was ist denn bitte das Haus von Desperion? Wenn ihr das. Wartet mal, ich kann euch das ja nochmal ganz kurz zeigen, wenn ihr das noch nicht kennt. Gut, so. Das Haus von Desperion, es ist Nacht, scheiße, ist diese Steinpyramide da hinten. Ja. Und wenn ihr jetzt unten in die Beschreibung schaut. Da gibt es auch die Live-Map, die packe ich euch da rein. Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie zu einem Bett komme, ohne dass ich sterbe. Ich gehe einfach in die Taverne. Ich hoffe, dass wir dann auch irgendwann mal die Taverneneinweihung hinkriegen. Ja. Ich fand's immer ein bisschen blöd, dass das Schloss halt abgelehnt wurde, weil sowas gehört einfach in eine mittelalterliche Stadt dazu. Und es muss ja auch nicht zwingend ein Steinklotz sein, sage ich mal. Es kann auch, man kann auch ein Schloss so gestalten, dass es halt ja gut aussieht. Man kann auch Holz mit einbauen, man kann auch verschiedene Steine mit einbauen, sodass es halt einfach dann nicht einfach nur nach Steinklotz aussieht. Es kommt ja auch immer darauf an, wie man die Burg baut. Aua. Nicht, 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 aua, nein, nein, das tut doch weh. Hör auf. Ah! Ja, ich schlag mich jetzt wieder hier mit Monstern rum und werde gleich sterben. Ich sehe das schon kommen. Aber ich habe schon wieder 7 Level zusammen. Das ist doch gar nicht schlecht. Ja, also das ist so viel zur Neuerung von Minecraft Paradise. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was jetzt hier für Quests zusammenkommen. Schreibt mir eure Quests unten in die Kommentare. Und schaut auch bei den anderen vorbei. Ihr könnt bei denen, wie gesagt, auch die Quests unten in die Comments schreiben. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wann es hier jetzt richtig losgeht mit dem Questsystem. Ich habe, wie gesagt, die Quest angenommen, dass ich einen Hasenstall bauen werde. Das werde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge dann auch anfangen. Und ja, mal schauen, wann ich dann jetzt die Zeit dazu finde. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es wird euch demnächst auch gefallen. Mir bestimmt. Ich freue mich drauf und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich habe einen Pfeil im Kopf. Ist egal. Bis dahin. Ciao.